Ja, Eva, ich finde das ganz toll. Ich freue mich auch so, dass du das so erwähnst hier. Dadurch werde ich immer so ein bisschen inspiriert, jetzt gerade merke ich, über deine Erfahrungen. Auch wie gesagt, also denk nicht, dass du, ich habe das ja ein bisschen gelesen, was du mir auch privat geschrieben hast, denk das nicht, dass das schlecht ist. Betrachte auch deine ganzen persönlichen Erfahrungen, die durchläufst und durchlaufen bist. Das ist alles wunderbar. Die größten Probleme in unserem Leben können die größten Förderlehrer sein, die größten Hilfsmittel sein, um zu sich selbst zu kommen. Ja, wunderbar. Du sagst, die Ruhe ist noch da. Sehr schön. Frage, was mache ich mit meinen Händen, damit ich mich darauf nicht konzentrieren muss. Ja, wenn du zum Beispiel das ja auch wieder, wenn man die Hände hat oder irgendeinen anderen Körperteil hat, wo man sich darauf konzentriert, während der Meditation, so ist, wir sprechen jetzt erstmal nur von der Meditation, wenn man das hat, dann machst du das einfach so, schenkst deinen Händen keine Bedeutung, gehst also, du bist ja mit der Aufmerksamkeit jetzt da bei den Händen, dann gehst du mit deiner Aufmerksamkeit wieder zu deinem Mantra. Das ist auch so, wenn wir zum Beispiel Herzregung haben, so nicht, oder Kopfschmerzen haben, so Bauchschmerzen haben, irgendwelche Gefühle haben, so während der Meditation, und da wird unsere Aufmerksamkeit jetzt so ganz hingezogen, nicht zum Beispiel irgendwelche Schmerzen, so in der Schulter oder so irgendwo, dann wird unsere Aufmerksamkeit da ganz hingezogen zu dem Schmerz. Ja, und dann gehen wir mit der Aufmerksamkeit wieder zu unserer Meditation. Das ist alles. Also, ich möchte das auch so ausdrücken, dass ihr das versteht, dass das keine Anstrengung bedeutet, selbst wenn die Aufmerksamkeit mal weggeht von der Meditation. Das ist ja auch ein unschuldiger Prozess. Man geht jetzt so mit seinen Gefühlen oder Empfindungen weg von der Meditation, weil Stress und Verspannung jetzt so sich auflösen. Dann ist man jetzt bei seinen Händen gelandet oder irgendeinen anderen Körperteil mit der Aufmerksamkeit. Und dann, wenn wir das merken, wenn uns das bewusst ist, dann gehen wir wieder zurück zu unserer Meditation. Und wie bemerkt so, nicht, oder immer nochmal wiederholt, nicht, Meditation heißt nicht Konzentration, sondern das heißt einfach, ich bin mit meiner Aufmerksamkeit jetzt bei meinem Mantra. Und schon alleine dadurch, dass ich jetzt mit meiner Aufmerksamkeit bei meinem Mantra bin, nur diese Aufmerksamkeit bewirkt schon, dass sich mein Mantra verfeinert. Und wenn sich das Mantra verfeinert, dann erfahre ich auch mehr Harmonie, weil die Verfeinerung bedingt eine höhere Ordnung. Die Frequenz nimmt zu in uns. Die Energie nimmt zu. Und je feiner das Mantra ist, umso höher ist die Energie auch, die wir erfahren, die höhere Frequenz, wo wir also von dem Coronavirus oder anderen Viren oder anderen krankmachenden Faktoren nicht angegriffen werden können. Also das Mantra ist wie eine Waffe, um uns gegen feindliche Angriffe zu schützen. Und wenn wir denn unsere Frequenz erhöhen, dadurch, dass wir das Mantra verfeinern, dann sind wir, auch der ganze Körper, weil diese Schwingung vom Mantra geht ja auch den ganzen Körper über. Das heißt also, der ganze Körper erfährt eine höhere Schwingung und dadurch sind wir mehr geschützt vor negativen Einflüssen, die auf uns einströmen würden sonst. Nicht der Virus, wie ich sagte, der braucht eine bestimmte Coronavirus, nicht auch andere Viren, die haben einen bestimmten Lebensbereich, also einen bestimmten Frequenzbereich. Und wenn wir unsere Frequenz erhöhen, dann fühlt sich diese Frequenz vom Virus bei uns nicht wohl und kann bei uns gar nicht sein. Verschwindet wieder oder kommt gar nicht zu uns hin. Und deshalb ist es so wichtig, so dass wir jetzt immer so für alles, egal was wir haben, egal welches Problem du hast, ob du Geldsorgen hast, nicht? Du denkst, boah, was hat das mit Meditation zu tun? Wenn du andere Sorgen hast, oder du hast Krebs, nicht, oder hast eine andere schwere Krankheit oder so, oder du bist unglücklich, bist in der Depression und so, nicht wie jetzt der Minister, der hat sich ja da gestern oder vorgestern das Leben genommen, so, warum?
irgendeine Depression mit 54 Jahren, nicht so ein Wahnsinn. Wir müssen nicht das Leben nehmen. Ist egal, wie das Leben ist. Aber was wir machen sollten, wir sollten etwas Neues in unser Leben hineinbringen, wie jetzt die Meditation, damit wir zu uns selbst kommen. Erkennt einfach, das Wichtigste und Höchste in eurem Leben ist zu meditieren, weil durch die Meditation ihr dahin kommt, in den Bereich hineinkommt, was ihr alle haben wollt. Aber ihr sucht immer nur im äußeren Dingen die Lösung von Problemen oder das Glück im Äußeren. Aber niemand findet das Glück im Äußeren und niemand findet wirklich die Lösung von Problemen im Äußeren. Können wir machen, was wir wollen. Das ist immer eine Bewusstseinssache und wir können unser Bewusstsein erweitern und dadurch mit jeder bisschen Erweiterung, mit größerer Erweiterung, merken wir, unsere Spannung und Anstrengungen werden weniger und so. Wir werden immer entspannter nicht. Und wenn wir dann ohne Konzentration so transzendieren, nicht, mit Konzentration können wir nicht transzendieren, also entspannen, nicht transzendieren, dann haben wir die höchste Stille und mit der höchsten Stille löst sich alles in uns auf, alles, was nicht zu uns gehört. Nicht. Die Zeitdauer wird nur dadurch bestimmt, wie lange das dauert, wie groß der Brocken in uns ist, der jetzt gelöst werden muss, diese Stresslösung. Aber dadurch, dass wir jetzt immer in die Stille gehen, trägt diese Stille dazu bei, dass dieser Brocken, der in uns ist, nicht, und der den Spiegel jetzt so nicht, was ich sagte, der Spiegel ist so verschmutzt, verdreckt so nicht, weil wir Stress und Verspannung angesammelt haben in unserem Nervensystem und jetzt lösen wir die nicht und der Brocken wird immer weniger, weniger nicht und dann merken wir, boah, ich kann jetzt wieder in den Spiegel gucken und sehe jung aus, nicht? Selbst wenn du 80 Jahre alt bist, kannst du reingucken und sagen, boah, ich bin total jung. Egal, ob da ein paar Falten sind, nicht? Weil das Alter will nicht durch die Falten bestimmen, sondern von der Seele, die sich durch deine Augen ausdrückt. Und wenn die Seele, sag mal, durchatmen kann, wenn die Seele aus ihrem eigenen Glanz erstrahlen kann, weil Stress und Verspannung jetzt nicht mehr da sind, diese Blockaden nicht mehr da sind, dann kommt die Seele zum Vorschein und dann kannst du bei der Ananda Mahima, so die göttliche Mutter, so eine Heilige, wenn du da in die Augen guckst, die war glaube ich 80, 90, da guckst du in die Augen so, boah, so ein strahlendes Licht kommt da zum Vorschein, nicht? So wunderschön. Und die Augen sind jung dann, die sehen nicht alt, die sind jung. Und so können wir uns auch jung erhalten und jung werden, wenn wir schön transzendieren und dann auf die Intuition hören, unsere innere Stimme hören, was darf ich essen, was tut mir gut? Du kannst alles essen, aber spüren, tut dir das gut? Wird dein Nervensystem dadurch gereinigt, wenn du etwas isst? Oder wird es weiterhin noch mehr verschmutzt? Ja, und wenn du Chemie isst, nicht, mit Lebensmitteln, die jetzt chemisch verseucht sind, dann wirst du merken, dein Nervensystem funktioniert nicht mehr so gut. Und wenn das nicht gut funktioniert, dann kannst du nicht gut meditieren und dann kannst du nicht transzendieren. Also in dem Maße, wie du dafür sorgst, dass dein Nervensystem durch was auch immer, gute Ernährung, durch Sport, durch Aktivitäten, so nicht, durch irgendwelche Reinigungsübungen, so nicht, alles mögliche, sodass das System schön gereinigt ist, da wirst du merken, boah, deine Wahrnehmung wird besser, dein Bewusstsein erweitert sich und dein Nervensystem funktioniert besser und das Leben macht mehr Freude und mehr Spaß und dann guckst du in den Spiegel, ja, boah, ich liebe mich. Und dann guckst du dir die Welt an, ja, ich liebe die Welt. Guckst deine Freunde an, boah, ich liebe dich. Und das ist echt. Das ist keine Liebe, so eine aufgesetzte Liebe, wo man sagt, boah, ich möchte gerne das und das haben und deshalb sage ich jetzt so, ich liebe dich, so, nicht? Geschäftemacherei, das ist alles Geschäftemacherei, hat mit der wahren Liebe nichts zu tun. Die wahre Liebe ist bedingungslos, die will nichts. Okay, Eva. Okay, ich glaube, den ganzen Oberkörper. Ja, wunderbar, mit der Atmung ist auch gut. Und das auch das, egal was passiert, immer das annehmen, akzeptieren mit dem, was ist. Und wenn du verstehst, dass alles, was jetzt passiert in der Meditation, ob der Körper heiß wird,
ob da irgendwelche Bewegungen im Körper kommen. Manche Leute haben manchmal so ein Zucken im Körper. Das ist alles Regeneration deines Nervensystems. Und denn, wenn das die Ruhe dabei behalten werden kann, wie du es erfahren hast, wunderbar, nicht? Das ist denn so, dann ist die Stresslösung nicht mehr so stark oder du bist schon so sehr in der Stille etabliert, dass selbst diese Stresslösung nicht mehr deine Ruhe überschatten kann. Anfangs ist das so, wenn es starke Stresslösung da ist, die übernimmt die ganze Ruhe weg und es ist nur noch der Stress da und dann sagen wir, die Meditation funktioniert nicht, ich habe keine Lust mehr, keinen Bock mehr auf Meditation. Aber das ist ein Missverständnis und deshalb mache ich auch das Video, das zu verstehen. Das ist einfach nur eine Kopfgeschichte, die da durch die Stresslösung entstanden ist und dann sagt man, die Meditation funktioniert nicht. Nee, die Meditation funktioniert wunderbar. Dadurch ist ja dein Stress erst in Gang gekommen. Meditation ist die Waschmaschine, die will jetzt, dass alles gereinigt wird, dass alle Stress und Verspannung rauskommen. Und da müssen wir vielleicht hier und da nochmal richtig durch. Die Meditation ist auch wunderbar. Und jetzt geht es nur darum, dass wir das verstehen und akzeptieren, anerkennen und sagen, ja, da passiert jetzt was Gutes, was Schönes in mir. Das ist nicht schlecht, was da passiert, das ist ganz wunderbar. Und dann wirst du sehen, dann kannst du gut weiter meditieren und bist glücklich mit deiner Meditation. Yvonne sagt, das ist ein nettes Kompliment, eine kleine Liebeserklärung, Yvonne. Ich mag dich so gerne, höre dir sehr gerne zu, danke. Ja, ich danke dir, Yvonne, ganz wunderbar. Ja, guck mal, das ist auch solche Aussagen, wann kann man solche Aussagen machen, nicht? Das kann man nur machen, wenn man so eine gewisse Art oder so ganz viel Reinheit in sich hat und dann später wirst du merken, du wirst immer nur positive Dinge sagen können. Alles immer so Dinge sagen, die für den anderen auch förderlich ist. Und was für den anderen förderlich ist, ist auch für dich förderlich. Guck mal, wenn ich jetzt so diese Videos mache und so, dann hat das so einen guten Einfluss für die Welt und für das Universum, nicht? Weil alles, was ich mache und was wir alle machen, hat ja auch einen Einfluss auf diese feinen Ebenen unseres Denkens, da wo unser Denken so langsam aufhört, nicht? Wo es ins Unmanifestierte geht. Und da sind wir ja mit allen Menschen, mit unserer großen Weltfamilie verbunden. Und wenn wir jetzt so, ich mit dem Video und ihr mit netten Worten, mit Komplimenten, mit schönen Wünschen und so, das hat dann alles einen Einfluss auch auf die Weltfamilie. Deshalb, das mit dem Coronavirus, negative Nachrichten, hat einen Einfluss auf die Weltfamilie. Und wir machen uns alle gegenseitig dadurch verrückt, weil Negativität ist nicht gut für niemanden. Deshalb, wir arbeiten ein bisschen dagegen, indem wir meditieren, gute Schwingungen erzeugen und diese Schwingung teilen mit unserer Weltfamilie. Und je mehr wir uns gegenseitig unterstützen, umso höher wird die Frequenz, umso höher schwingen wir und erfahren eine Erweiterung in unserem Bewusstsein. Und wenn wir eine Bewusstseinserweiterung haben, nicht, funktioniert unser Nervensystem besser. Es geht so Hand in Hand, nicht? Das meist ist, erst geht voraus, so wir machen was Positives so, und dann durch reinigen wir uns auch immer mehr. Nicht? Zum Beispiel wir meditieren, machen was Positives, kommen mehr in die Stille, dadurch lösen die Stress und Verspannung auf. Und in dem Maße, wie Stress und Verspannung sich auflösen, erweitert sich unser Bewusstsein. Wir werden klarer, weiter, werden wacher. Nicht? Und wenn wir weiter und wacher werden, dann merken wir, dass wir in unseren Aktivitäten auch wieder diesen Schritt zu gehen jetzt, nicht? Deshalb erwähne ich das, es geht nicht darum, dass wir nur meditieren und so nicht und dann diese Erweiterung haben. Nein, dann gehen wir auch nach draußen nicht und bringen diese Qualitäten, die gar nicht in der Transzendenz erfahren werden können, die bringen wir dann raus, nicht? Nicht zum Beispiel durch Komplimente, die uns Leute helfen, unterstützen. Und auch gerade positive Dinge verbreiten. Und das Beste, ich sage euch, das Beste, was ihr machen könnt und was ich ja auch mache, ist, indem ihr dazu beitragt, dass jeder Einzelne, eure Freunde, eure Familie, alle Menschen, die ihr kennt, dazu inspiriert, genau das Gleiche zu machen, was ihr auch macht. Indem sie auch anfangen zu meditieren. Das ist die Beste. Guck mal, alles, was wir im Relativen machen, das ist doch nur ein Ausdruck unserer Meditation. Ist ein Ausdruck von unserem Bewusstsein.
Und da suchen wir mal unser Glück, unsere Fröhlichkeit und alles Mögliche, einen Partner und alles so und glauben dann, das haben wir einen Himmel auf Erden. Nein, haben wir alle erfahren, kriegen wir nicht. Aber wenn wir jetzt uns nach innen wenden und wenn wir andere Leute dazu inspirieren, das selber auch zu machen, dass sie sich nach innen wenden und gerade jetzt in dieser Zeit, nicht Quarantäne und so, dass wir sagen, warum hast du Langeweile? Schließ doch deine Augen oder lese etwas Spirituelles, nicht beschäftige mit dir selbst und kläre deine Situation, komm ins Reine durch Vergebung auch. Vergebung, Hingabe, nicht nette Bücher lesen, spirituelle Bücher, alles kann dazu beitragen, dass man mehr nach innen kommt. Aber das Beste von allen Aktivitäten ist, zu meditieren und transzendieren. Nicht meditieren nicht, oder irgendwas anderes machen, was dich zur Transzendenz führt. Weil das ist das Höchste. Das ist so der Punkt von allem, was der höchste Punkt, den wir erreichen können in allen unseren Unternehmungen. Ganz egal, was wir machen, was wir denken, was wir fühlen. Das Allerhöchste ist, in sich selbst anzukommen. Und die Meditation ist ein Hilfsmittel dafür, um zu sich selbst anzukommen. Die Meditation, das geht gar nicht so sehr um die Meditation, es geht nur darum, dass du bei dir selbst ankommst. Aber die Meditation ist wie eine Krücke, die hilft dir jetzt dabei, nicht so, genauso wie der Dornen, den man sich in die Haut gezogen hat, der hilft jetzt ein anderer Dorn, der hilft uns jetzt dabei, diesen Dorn wieder rauszuholen. Und das Gleiche, die ganzen Stress, Verspannung, das ganze Unterbewusstsein, was wir da jetzt so vollgepackt haben mit all dem ganzen Mist, das ist jetzt da. Und jetzt die Meditation ist dazu da, um all das, was gar nicht zu uns gehört, zu bereinigen, aufzulösen. Und unser Bewusstsein, unsere Bewusstheit ist jetzt dazu da, wir nehmen jetzt, kriegen mehr Bewusstheit. Und wenn dann so ein Problem ist, so bei dir selbst nicht, so im Fall noch ein bisschen Angst nicht und ein bisschen Schwierigkeit und so, dann bist du ganz bewusst damit, schaust hin, nicht, ohne das zu bewerten, ohne neue Geschichte draus zu machen, bist einfach bewusst mit dem und sagst nur vielleicht, aha, okay, machst nichts Neues draus. Und dadurch, dass du mit deiner Aufmerksamkeit da bist, mit dem, was ist, bei der Angst oder irgendwie Gefühl, Eifersucht oder so, da löst sich's auf. Geht weg, nicht? Alles, wie ihr jetzt erkennt, alles in unserem Leben, alles, egal, was man betrachtet, ist alles ist ein Ausdruck des Bewusstseins. Die Qualität, ob das nur eine niedere Frequenz hat oder eine höhere Frequenz hat, so eine höhere Schwingung, niedere Schwingung, hängt von der Qualität des Bewusstseins ab. Haben wir ein unbegrenztes Bewusstsein, sind wir immer in einer höheren Schwingung. Und sind wir absolut, im Absoluten jetzt gefestigt, haben wir die Schwingung, die man sich nur wünschen kann. Ich denke, Eva, das mit den Händen, das ist geklärt jetzt so, nicht? Bist ja richtig fleißig hier. Was du erzählst, ist sehr interessant. Beeile dich nicht. Das ist sehr hilfreich. Ja, es ist wunderbar, dass du das auch erwähnst hier, genau. Also keine Eile, nicht? Weil ich denke, für jeden, Bianca, für jeden ist das wichtig zu verstehen, mit der Stresslösung, mit dem Unterbewusstsein oder mit dem Unbewusstsein, dass wir uns klar werden, wir brauchen kein Unbewusstsein, wir brauchen kein Unterbewusstsein. Das Unterbewusstsein kommt nur dadurch zustande, weil wir Eindrücke haben, die wir nicht verarbeitet haben. Das macht uns unbewusst. Je mehr Stress und Verspannung da sind in unserem Leben, die wir nicht verarbeitet haben, die machen uns unbewusst. Und jetzt gehen wir dabei meditieren und lösen all diese Stress und Verspannung auf und da werden wir wieder bewusst. Und nach einer Zeit, wenn alles weg ist, da gibt es kein Unterbewusstsein mehr für uns. Da gibt es keine Unbewusstheit mehr für uns. Weil wo soll die sein? Und dann bist du wach, dann bist du erwacht. Vorher bist du nicht erwacht. Nicht? Alle Leute sagen, ich bin erwacht und wach und da gibt es noch Ego, da gibt es noch Spannungen, da gibt es noch Anstrengung. Die sind nicht erwacht, nicht? Wie willst du erwacht sein, wenn du noch Probleme hast, nicht? Schön, Peter, wie du das erklärst. Karl, ja, freue mich, dass du da bist, Karl.
Also Karl, ich glaube, du warst das mit. Ich habe kriege mal sehr viele Nachrichten und so. Ich glaube, Karl, du sagtest, du hättest keine Meditation, oder kein Mantra oder so und könntest nicht meditieren. Deshalb habe ich ja auch geschrieben jetzt, wenn wir die gemeinsame Meditation machen, da kann auch jemand dabei sein oder auch viele, die nicht meditieren. Und du, wenn du jetzt da bist, noch kein Mantra hast, dann sitzt du einfach nur da, so, wenn alle anderen meditieren, so, hast deine Augen geschlossen und machst gar nichts, so, nicht? Wenn Gedanken kommen, sind Gedanken da, wenn keine da sind, sind keine da, bist einfach da. Aber du kommst durch deine Präsenz, dass du jetzt da bist mit den Meditierenden, wirst du merken, dass auch diese Stille, diese Kohärenz auf dich übergeht, obwohl du kein Mantra hast, obwohl du gar nicht jetzt eine Meditationsform hast. Du bist einfach nur da und viele machen da ja auch eine Form draus, dass sie sagen, ich bin einfach nur da und mache gar nichts und bin in meiner Stille und da passiert auch was Gutes. Und deshalb die Antwort für dich auch, wenn du einfach in diesem Raum bist, so in diesem kohärenten Raum, nicht so, wo ein paar tausend Leute jetzt ihre Meditation machen und du bist da, dann überträgt sich diese Kohärenz auch auf dein Bewusstsein, weil du dich geöffnet hast für diese Kohärenz, für diese Geordnetheit und dann wirst du erfahren in dir, dass du auch Stille erfährst. Und du kannst sogar dabei transzendieren, nicht? Wenn du ganz unschuldig bist, dich nicht konzentrierst, ohne Mantra, ohne gar nichts, einfach oh, nur da bist, gar nichts, keine Erwartung hast, kein Ziel hast, nur in der Stille bist mit dem, was ist, kannst du in die transzendentale Stille gehen. Mantra und andere Techniken benutzen wir ja, um dahin zu kommen, dass wir nicht mehr denken müssen, dass wir aus unserem Verstand kommen, dass wir aus unseren vielen Gedanken rauskommen. Deswegen meditieren wir. Und wenn wir so viele Gedanken haben, dann haben wir auch so viel Unterbewusstsein, so viel Unbewusstsein und viele Stresse, Verspannungen. Und später wirst du sehen, du kannst auch so ohne Mantra einfach in der transzendentalen Stille sein. Aber nur dann, wenn kaum noch Stress und Verspannung da sind. Weil Stress und Verspannung holen uns immer aus dieser Stille wieder weg, so nicht? Bringen uns immer wieder weg. Und dadurch kommt das, wird das alles bedeutsam. Und wenn wir uns damit identifizieren, nicht, dann ist es ja ganz schlimm, nicht? Dann ist ja, dann sind wir ja gefangen, dann sind wir ein Opfer, nicht? Und wenn wir aber die Stille aufrechterhalten können in uns, ohne Meditation, ohne so einfach sein mit der Stille, dann ist gut. Ich glaube, das, was ich jetzt gerade sage, das machen die Satsang-Leute alle so in der Form. Die sagen, du musst nichts tun und so, bist einfach mit dem, was ist und so, Stille. Aber das mag ja für ganz wenige auch ganz gut klappen so. Aber bei den meisten, und deshalb finde ich das gut, dass wir meditieren und auch das Wissen von der Meditation haben und auch verstehen, was Stresslösung ist, was in der Meditation passiert, das ist denn so wichtig, damit wir in die Stille kommen. Damit wir Stress und Verspannung erstmal auflösen, die uns daran hindern, dass wir in die Stille kommen. Und deshalb ist das ein gutes Werkzeug, zu meditieren, Yoga zu machen, Pranayama zu machen, was auch immer zu machen. Ein Tun ist notwendig, um in das Nichtstun zu kommen. Bist du im Nichtstun gefestigt? Gut, dann brauchst du nichts mehr machen. Und das ist deshalb die Brücke für mich ist jetzt so, das auch zu erkennen. Jetzt für euch auch zu erkennen, solange ich ein Ego habe, solange ich mich mit meinen Gedanken, mit meinen Vorstellungen, Ideen, mit meinen Gefühlen identifiziere, solange ich noch am Rumjammern bin und Ärger habe und Wut und all diese Mögen und Eifersucht, solange das noch in deinem Leben ist, ist Meditation gut. Und wenn du dein Selbst realisiert hast, dann ist ja die Transzendenz stabil, wenn du die Augen zumachst. Das ist Transzendenz. Hast du die Augen auf, ist Transzendenz. Sprichst du, ist Transzendenz. Hörst du etwas, ist Transzendenz. Ist immer mit Transzendenz verbunden. Da kannst du sitzen, meditieren
die objektive Welt hört auf, aber die Transzendenz ändert sich dadurch nicht. Wenn du dein Selbst realisiert hast, das gibt kein Mehr an Selbst oder ein weniger an Selbst. Es gibt nur, wie viel von dem Selbst habe ich realisiert. Das ist was anderes, nicht? Also es gibt nur ein Selbst. Das ist allgegenwärtig, das ist überall. Und deshalb kannst du auch in jedem Ort, egal wo du bist, kannst du überall meditieren. Ich kann in der Straßenbahn meditieren, kannst im Zug meditieren, kannst im Flugzeug meditieren, kannst auf dem Bett meditieren, im Schlafzimmer, überall kannst du meditieren, weil das Selbst, die Transzendenz ist überall. Und denn wenn du jetzt so das realisierst, du bist das Selbst, und das kannst du feststellen, indem du nicht mehr schläfst, hast du dein Selbst realisiert, gibt es keinen Schlaf. Viele Leute sagen, ach nee, das, ich schlafe noch, aber ich habe mein Selbst realisiert. Nein, niemand hat sein Selbst wirklich realisiert, wenn er in diese Unbewusstheit fällt. Also du das Selbst realisierst, dass du das Selbst bist und nicht der Peter oder Joachim oder was auch immer, Bianca oder so. Darum geht es zu erkennen, ich bin das Selbst, und wenn du erkannst das, dann bist du das Selbst, dann bist du nicht der Peter, und das Selbst schläft nicht und deshalb schläfst du nicht mehr. Aber der Peter, den gibt es ja auch noch die Form, aber ich identifiziere mich nicht mit dem Peter, der liegt abends auch im Bett und träumt und schläft. Aber das Selbst bleibt wach dabei, der ist der Beobachter. Und das nur für die, die jetzt schon so ganz gut in der Stille sind, da kann man daran erkennen, wie weit habe ich meine Stille realisiert. Also mir geht nur darum, wir müssen nicht irgendwas vormachen. Bin ich im Ego, bin ich im Ego. Identifiziere ich mich mit meinem Körper, dann identifiziere ich mich mit meinem Körper. Dann muss ich nicht so tun, als nein, ich bin jetzt erwacht und so, ich habe kein Ego mehr. Nein, wenn das Ego da ist, ist das Ego da. Es ist mal gut, so wahrhaftig, so mit sich selbst zu sein und das zu erkennen und das akzeptieren, wie man gerade ist. Ja gut, Bianca, gute Idee mit den App. Ja, die kam jetzt, Bianca, die kam jetzt gerade mit dem App, habe ich noch nie gesagt und noch nie auch so, aber das ist, wie die Gedanken denn so kommen. Und dann denke ich auch so verschiedene Skalen da so, nicht? Die eine Skala ist vielleicht rot, so, die zeigt mir an so, was ich jetzt... wie die Luft vielleicht gerade draußen ist, eine andere Skala zeige ich mir an, was ich jetzt, eine blau oder grün, nicht, eine grüne Skala jetzt, was ich jetzt gerade esse und so, wie die sich verändert jetzt so, und gibt dann auch immer gleich an, boah, jetzt bist du gerade im Grenzbereich, so, jetzt, das schädigt dein Nervensystem, so ein Hinweis, also da kommen einen ganzen Haufen Ideen jetzt gerade auf, nicht, und so verschiedene Skalen, die wir haben, und da können wir mal sehen, nicht, wie die Luft jetzt gerade ist, so, nicht, was das mit meinem Spiegeln macht, mit meinem Bewusstsein. Oder wenn ich jetzt so essen gehe, ich bin irgendwie im Restaurant, nicht, und dann sehe ich das Essen da vor mir, nicht, und dann zeigt mir meine App genau an, ah, du, wenn du das isst, so, dann sieht dein Spiegel nachher so aus, nicht, und dann kannst du sagen, ach nee, das, da habe ich jetzt wirklich keinen Appetit drauf, nicht, da ist mir jetzt doch viel, so ein bisschen viel Antibiotika mit drin oder so. Ja, sowas bräuchten wir eigentlich nicht. Da sollten die ihre Aufmerksamkeit von der Wissenschaft mal drauf lenken, so eine App zu haben. Und auch im Zusammenhang mit Bewusstsein. Nicht? Genauso, jetzt habe ich meditiert, dann musst du sehen auf der App nicht, wie hoch ist jetzt dein reines Bewusstsein. Und am Tage, zu jeder Tageszeit so ein Ablesen, wie weit ist mein reines Bewusstsein jetzt da? Bin ich jetzt bei 50% oder bin ich bei 70% oder bin ich nur bei 20%? Und dann kannst du immer sehen, oh, aus dem Grunde denke ich gerade so merkwürdig. Oh, jetzt habe ich gerade so eine Stresslösung, guckst auf deine App, ja, du bist jetzt gerade bei 10% Bewusstheit, nicht? Du bist gerade so unbewusst und deshalb hast du diese negative Tendenz gerade so. Und dann weißt du, aha, jetzt ist es so negativ, dass es vielleicht besser nicht mit meinem Freund zu sprechen, weil jetzt bringst du ja nur die Negativität rüber zu deinem Freund. Und dann machst du was Nettes, hörst du jetzt, meditierst erstmal ein bisschen nicht und dann merkst du, ich bin jetzt auf 70%. Und gehst du dann zu deinem Freund, dann wirst du sehen, du hast eine andere Sprache. Du hast eine andere Frequenz. Und dann können Worte der Liebe herauskommen aus dir. Und dann wird dein Freund das spüren. Aber redest du jetzt, guckst auf die App, da sind nur 10%, 15%, ja, dann wird dein Freund nicht glücklich sein mit dem, was du sagst. Ja, ihr seht, also wir sollten mal selbst eine eigene App hier entwerfen.
Jedes Mantra erhöht die Frequenz und korrigiert niedrige Schwingungen auf natürliche Weise. Sag mal so, Bianca, du sagst, jedes Mantra erhöht die Frequenz. Also ich beziehe mich nur auf die vedischen Mantren. Es gibt Leute, die denken irgendwas so und betrachten das auch als ihr Mantra. Und das je nachdem. Also ein vedisches Mantra hat in sich schon eine sehr hohe, die höchste Frequenz, weil das Mantra kommt aus dem reinen Bewusstsein. Wenn das ein Mantra ist, zum Beispiel nicht jetzt Stuhl oder Blume oder irgendwas anderes, dann ist das was anderes. Ich rufe später zurück. Dann ist es was anderes. Nicht mal ausstellen. Ja, weil jede Form hat seine eigene Frequenz. Und wenn du ein Mantra hast, jetzt so, es gibt Mantren oder Formen, die haben eine niedrige Frequenz, die jetzt im Relativen kreiert worden sind. Aber wenn du jetzt ein Mantra hast aus der absoluten Stille, aus der Transzendenz, dann hat das eine sehr hohe Frequenz. Und diese Frequenz überträgt sich ja in deinem Denken auch so, nicht in deiner Physiologie und deinem Körper und überall. Und dann wirst du sehen, durch das Mantra erhöhst du die Frequenz mit dem vedischen Mantra erhöhst du die Frequenz deiner gesamten Physiologie. Weil diese Schwingung von dem Mantra geht in jede Zelle. Und deshalb, ein vedisches Mantra ist ein Heilmantra. Die Zellen werden gereinigt durch das vedische Mantra. Weil jede Zelle kriegt jetzt so eine natürliche Schwingung, kommt aus ihr seine Inbalance heraus, wird mehr balanciert. Und du wirst sehen, alles wird besser funktionieren. Jede Zelle kann besser funktionieren, wenn dieses vedische Mantra, diese Schwingung, diese normale Schwingung von der Zelle, von der Zellfunktion wiederherstellt. Also von der Seite, also nicht jedes Mantra, also ich mache da dann auch schon Unterschiede, dass wir eigentlich nur noch die vedischen Mantren nehmen für unsere Entwicklung. Okay, jedes Mantra, okay, das haben wir gehabt. Okay, Yvonne hält einen Daumen nach oben, Hand nach oben, wunderbar, danke. Wir suchen nur noch uns selbst. Wir suchen nur uns selbst. Sandra, ja genau. Ja, das ganze Leben ist so ausgerichtet, alles, egal, selbst auch alle Politiker, alle Wissenschaftler, alle Kinder, alle Wesen haben von Gott, von der Natur mitbekommen, dass sie wieder zu sich selbst zurückkommen. Das heißt, alles geht da wieder hin, wo es hergekommen ist. Ist zum Beispiel ein Wort, hat eine Schwingung und dann verklingt das Wort wieder, nicht so Wort, nicht so eine Höhe, schwingt so hoch und schwingt dann wieder zurück. Und das mit dem ganzen Leben, nicht? Der Körper entsteht und schwingt dann wieder zurück. Jede Zelle, nicht? Alles kommt und geht wieder zum Ursprung zurück. Und das heißt, das Letzte ist für uns immer, und das Erste ist das Selbst, und das Letzte ist das Selbst. Wir kommen ursprünglich alle aus dem Selbst und gehen alle wieder zurück zum Selbst. Genau genommen sind wir nie aus dem Selbst gekommen und gehen auch nie wieder zurück zum Selbst. Aber diese Illusion, dass wir aus dem Selbst entstanden sind, also diese Vorstellung, diese Erscheinung, dieser Schein, aus dem Selbst sind wir gekommen, und zum Selbst gehen, das ist der Schein, nicht der Körper, also die Vedanta-Leute, nicht die, das ist das Ende der Veden, die sagen, du bist nie geboren und du bist auch nie sterbender, nicht? Also wenn du nicht geboren bist, gibt es auch kein Sterben. Interessant, nicht? Das ist nur in unseren Vorstellungen, dass wir geboren sind, nicht? Und da sprechen wir auch so, nicht? Ich bin geboren und ich werde sterben. Und wenn du jetzt verstehst, du bist nie geboren und kannst gar nicht sterben, dann gibt es für dich keinen Tod. Wenn die Leute sagen so, es gibt keinen Tod, dann heißt das, du bist nie geboren. In Wirklichkeit bist du nie geboren. Die Wahrheit ist, du bist das Selbst, ob du es jetzt weißt oder nicht, ob dir es bewusst ist oder nicht, du bist immer das Selbst, immer. Und die ganze Relativität, das ist eine Erscheinung, ein Schein, nicht wie so die Taschenlampe, die strahlt, aber die Taschenlampe ist nicht der Strahl. Genauso das Selbst
aus dem Selbst erstrahlt alles, die ganze Schöpfung erstrahlt, meine Gedanken erstrahlen jetzt so, aber ich bin nicht meine Gedanken. Nicht? Das ist auch nochmal so. Nicht? Wir haben lauter Punkte heute, die man ganz gut betrachten kann und die man und das zu verstehen. Nicht? Und dadurch wird man immer mehr von sich selbst und von der Welt verstehen. Okay. Und natürlich Korrektur durch die vedische Mantra. Ja, Bianca, Korrektur. Ja, sag mal so, Bianca, alles müssen wir korrigieren. Ganz schön, freue ich mich. Unser ganzes Leben, diese ganze Scheinwelt ist ja nur dadurch, weil wir aus dieser Harmonie herausgefallen sind. Wir sind nicht in Harmonie. Und die ganze Scheinwelt kann nur existieren, wenn da eine gewisse Disharmonie ist. Wenn alles in 100% harmonisch wäre, dann würde es uns gar nicht geben. Aber jetzt die Diskrepanz jetzt in der Relativität ist so groß, von der Ordnung zur Unordnung, das, was wir jetzt erleben, deshalb haben wir auch Kali-Yoga, die Ordnung ist so groß, so materiell, die ganzen Leute, die haben vergessen, dass sie das Selbst sind und sind dann so alle materiell, nicht materiell, materiell. Das heißt, sind im Chaos so sehr verstrickt und jetzt fangen wir an zu meditieren. Und dann merken wir, boah, es ist so ein Chaos und Chaos und dann wird es immer weniger und dann weniger Chaos, kommen immer mehr in die Ordnung und dann kommen wir immer mehr in diese Balance und dann werden wir so an so einen Punkt kommen, so ein bisschen Unordnung bleibt noch, damit wir hier auf der Erde existieren können. Das nennt man Lishya Vidya im Sanskrit. Das heißt, eine gewisse Spur an Unwissenheit bleibt bei uns, damit wir überhaupt hier auf der Erde existieren können. Wie zum Beispiel der Ramakrishna, der hat immer gesagt zu seiner Frau, boah, ich brauche das Essen, ich muss essen, essen, essen nicht. Und dann sagte die Frau von Ramakrishna, sagt, warum, Rama, warum jammerst du immer so nach dem Essen? Nicht, du bist doch erleuchtet, nicht, du bist doch, stehst doch über allen Dingen nicht, und dann machst du immer so ein Theater jeden Tag nach dem Essen. Und dann sagte er, ja, das finde ich so schön, diese Geschichte, dann sagte er, er muss das machen, er muss so diesen Wunsch, so eine gewisse Gier aufrechterhalten, um noch weiterhin hier auf der Erde zu sein. Und dann sagte er zu ihr, wenn ich 3 Tage nicht mehr nach dem Essen japse, nicht mehr in die Küche komme, dann ist die Zeit vorbei. Und nach 7 Jahren, nach diesem Ereignis, wo er das gesagt hat, nach 7 Jahren, dann kam die Frau und sagte, warum kommst du nicht in die Küche so? Und dann ist er nicht gekommen und so, hat nicht nach dem Essen gejammert. Und dann sagt sie, ja, was ist denn mit dir los und so? Und dann fiel er ein, boah, die Zeit ist gekommen. 3 Tage später war er nicht mehr da. Ist er gestorben, sein Körper. Er ist nicht gestorben, aber sein Körper ist gestorben, nicht? Und das heißt, dieser Körper, unsere körperliche Existenz, so unsere Gedanken, unser Verstand, unser Ego, Ego geht ja sowieso schon ein bisschen früher weg, aber alles braucht diese gewisse Ignoranz, damit es weiterhin existieren kann. Aber Bianca, es geht jetzt mehr darum, dass wir uns so weit reinigen und so in der Ordnung kommen, dass wir jetzt ein glückliches, zufriedenes, erfülltes Leben haben. Und deshalb meditieren wir. So, ich denke, wir sind durch. Es ist wieder ein bisschen länger geworden. ja, ich bedanke mich für euer Dasein und auch für diese Inspiration jetzt wieder. Ich war jetzt schon mal überlegen, ob wir das einmal die Woche machen, jetzt dieses Treffen. Könnt ihr mal so persönlich ja nochmal schreiben, so, ob ihr wollt, vielleicht noch ein paar Tage jetzt so, dass wir noch uns täglich treffen. Sonst machen wir es Sonntag, jeden Sonntag um 9 Uhr. Dass wir uns sonntags immer treffen zur gemeinsamen Meditation. Ihr habt ja jetzt das ganze Wissen so von den Zeiten, nicht so diese Kohärenzzeiten, nicht 7:30 oder 7:30 oder um 9 Uhr oder abends um 18:30 Uhr. Da seid ihr dann mit tausenden von Leuten, die auch meditieren, sowieso zusammen und kommt dann in diesen Strom rein und es spielt dann also keine Rolle. Oder wenn ihr noch nicht meditiert, dann könnt ihr euch auch da rein begeben in diesen Strom, um mehr in die Ruhe zu kommen. Und wenn ihr meditiert, dann wird eure Meditation dadurch gefördert und ihr werdet tiefere Erfahrungen haben, als wenn ihr so außerhalb dieser Zeiten meditiert, weil ihr wisst jetzt, wir sind alle miteinander verbunden. Und wenn da ein paar Leute, selbst wenn nur ein paar Leute da sind und Kohärenz erzeugen,
dann seid ihr damit angeschlossen und dann werden eure Meditationserfahrungen vertieft, verstärkt. Und diese Stresslösung, wenn es mal so Turbulenzen geben sollte, und ihr wisst jetzt, was es ist, das kann auch dann ein bisschen stärker werden dadurch, weil diese Energie höher ist, die Frequenz höher ist, dann wisst ihr ja, geht immer wieder zurück zur Meditation. Ja, und was ich sagte, dieses Positive, das höchste Positive ist, Leute auch zu inspirieren, dass sie anfangen zu meditieren und dass sie in sich selbst zur Quelle kommen, zu sich selbst kommen. Das, was ich jetzt so mache, auch mit euch so, das könnt ihr genauso machen mit euren Freunden und Familie und so, weil das, was ihr bei anderen bewirkt und angenommen, Leute fangen jetzt an zu meditieren, den Kredit habt ihr. Ihr werdet dann auch gefördert in eurer Meditation. Zum Beispiel, ihr habt jemanden, einen Freund da zur Meditation gebracht. Dann werdet ihr sehen, der meditiert das auch. Und da seid ihr ja sowieso verbunden, auch schon, habt ihr ja auch schon wie eine Familie so diese Kohärenz nicht so miteinander. Und wenn er ja meditiert und du meditierst auch, dann merkst du auch, dass deine Meditation dadurch gefördert wird und gestärkt wird. Es ist also immer gut, viele Leute dazu zu bringen, weil die eigene Meditation wird dadurch auch gefördert. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich. Ja, und fördert auch meine Aktivitäten, würde ich mich auch freuen. So, es geht darum, dass wir eine heile Welt schaffen, also uns selbst heil machen und das aber auch, dass wir auch an die anderen denken, dass auch andere jetzt in diesen Genuss kommen von dieser Stille, von dieser Transzendenz. Und was ihr jetzt dazu beitragt, dass mehr Leute meine Videos sehen oder wenn ihr das gut findet, nur ihr müsst nicht etwas tun, wovon ihr nicht überzeugt seid, aber wenn ihr merkt, wow, das tut mir so gut und ist hilfreich, dann gebt das weiter. Haltet den Daumen nach oben, auch bei meinen YouTube-Videos, nicht je mehr Leute da sind, das sind immer nur ein paar, weil ich sehe das auch daran, die Leute sind noch nicht so bewusst, dass sie das erkennen, wie wichtig das ist. Und deshalb auch dieses Video heute. Nicht? Und wenn ihr das unterstützen könnt, so meine Aktivitäten, ich unterstütze auch eure Aktivitäten dadurch. Und je mehr Leute anfangen, also auch Daumen nach oben halten, dass sie es lesen, dass sie es hören. Und jeder Tropfen, jede bisschen Information ist hilfreich. Genauso wie jedes bisschen Meditation, wie ob du eine Minute meditierst, 10 Minuten, eine halbe Stunde, alles ist hilfreich. Und jeder kann nur entsprechend seines Nervensystems auch meditieren, nicht so. Und jeder macht so speziell seine eigenen Erfahrungen. Nicht seine eigenen Erfahrungen. Was letztlich alles Gleiches bei uns ist, das Selbst. Aber all diese Erscheinungen, all unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Interessen, alles ist einzigartig und jeder unterscheidet sich ja dadurch auch von dem anderen. Und das macht das Leben so schön bunt, wie so einen schönen bunten Strauß, nicht, wo man darüber sich erfreuen kann. Und so kann man das Leben auch sehen. Nicht? Das Leben ist einfach wunderschön durch diese Vielfalt. Und diese Vielfalt bildet dann auch wieder diese Ganzheit. Nicht? So jede Blume, nicht jeder einzelne von euch ist einzigartig, ist großartig. Egal, mit Stresse, ohne Stresse, mit Ego, ohne Ego, so nicht. Und wir jetzt gemeinsam betrachten wir das so. Und erkennen so, dass das alles mehr und mehr zum Erblühen kommt. Wir kommen mehr zu uns selbst nicht. Und dann werden wir sehen, wir sind ein schöner, bunter Strauß letztendlich. Der bunte Strauß, der genährt wird durch die Quelle der Transzendenz. Der Strauß, nicht jeder einzelne, jede einzelne Blume, nicht. Zusammen sind wir ein bunter Strauß. Und bekommen unsere Kraft aus der Stille des Seins, aus der Transzendenz. Und je mehr wir jetzt so eintauchen und meditieren, umso mehr können wir von dieser Quelle in uns aufnehmen und wir werden merken, unsere, die einzelnen Blumen, die werden immer mehr, kommen immer mehr zum Erblühen. Und das ist die vollständige Integration, nicht einmal von der Stille ins Leben hinein. Die Stille wird jetzt ins Leben hineingebracht, so nicht. Und das ist das ganzheitliche Wissen, auch der vedischen Wissenschaft, nicht? Dass wir nicht nur an der Oberfläche rumschwimmen, sondern dass wir auch die Stille, die Grundlage ist von der Oberfläche, dass die jetzt zusammengebracht werden, damit wir eine Ganzheit haben.
Ich glaube, das war ein ganz guter Abschluss. Ich bedanke mich bei euch allen ganz herzlich für euer Dabeisein und lasst uns gemeinsam die Welt zu einer besseren Welt führen. Jai Gurudev.